42.073 Menschen haben im vergangenen Jahr in Österreich um Asyl angesucht. Jeder vierte von ihnen stammt aus Afghanistan. Auch Nurullah Qureshi kommt aus dem Land am Hindukusch. 2015 ist er über die sogenannte Balkanroute nach Österreich gekommen. Seit damals wartet er auf einen Asylbescheid. Unterstützt und beraten wird der 27-Jährige von der Caritas der Erzdiözese Wien. Denn wie die meisten seiner Landsleute ist er mit unserem Rechtssystem, konkret mit dem Fremdenrecht, nicht vertraut. Rund ein Drittel der Asylsuchenden aus Afghanistan erhielt im Vorjahr in Österreich Asyl. Auch Nurullah Qureshi hofft darauf, hier bleiben zu können, wie Soran Dobritsch berichtet. Seit November 2015, also seit beinahe 2 Jahren, wartet der Afghane Nurullah Qureshi auf seinen Asylbescheid. Weil er in Afghanistan für die Amerikaner als Dolmetscher arbeitete, versuchten die Taliban mehrmals, ihn zu töten. Als 2 Personen aus einem Auto ausstiegen und mit einer weiteren Person auf mich zugingen, versuchte ich davonzulaufen. Sie liefen mir nach. Sie attackierten mich mit einem Bajonett, aber sie trafen mich nicht. Beim zweiten Mal erwischten sie mich. Das Bajonett drang tief in meinen Körper ein. Ich griff mit der Hand auf die verletzte Stelle und fiel zu Boden. Nurullah Qureshi überlebt den Mordversuch nach mehreren Operationen und einem langen Spitalsaufenthalt. Er übersiedelt in die afghanische Hauptstadt Kabul in der Hoffnung, dass ihn dort die Taliban in Ruhe lassen würden. Doch er wird erneut zu deren Zielscheibe. Er trifft die Entscheidung, Afghanistan zu verlassen und nach Europa zu flüchten. Die pakistanische Polizei bzw. Milizen hatten den Grenzübergang gesperrt. 7 Tage mussten wir in der Wüste ausharren. Nicht einmal Wasser und Brot gab es dort. Zum Glück hatte ich Datteln und geröstete Kichererbsen mitgenommen. Der pakistanische Kommandant der Milizen am Grenzübergang von Afghanistan zu Pakistan kassierte 3.000 Euro pro Flüchtling. Nach 4 oder 5 Stunden Fahrt kamen wir an die pakistanisch-iranische Grenze. Die iranischen Grenzbeamten ließen sich nicht bestechen. Sie schossen auf alle, die versuchten wegzulaufen. Sie schossen direkt auf die Leute. Dennoch liefen wir zu den Autos, die auf uns bereits gewartet hatten. Dann fuhren wir nach Kerman. Weil die Iraner der schiitischen und die meisten Afghanen der sunnitischen Glaubensform des Islam angehören, sind die Animositäten zwischen ihnen besonders stark. Sie schlugen uns mit Reifenschlüsseln, gingen mit Fäusten und mit Fußtritten gegen unsere Köpfe los. Sie beschimpften uns als dreckige Afghanen. Sie nahmen uns alles weg, Jacken, Uhren, gute Bekleidung, die wir mit hatten. Sie haben gleich 2-mal kassiert. Einmal haben wir den Schlepperboss bezahlen müssen und ein weiteres Mal nahmen uns seine Leute alles weg. Sogar die Brillen haben sie uns abgenommen. Nach bald 2 Jahren hat Nurullah Qureshi seine dramatische Flucht noch immer nicht verarbeitet. Besonders schlimm findet er, wie sich seine Glaubensbrüder auf seinem Fluchtweg durch mehrheitlich muslimische Länder ihm und seinen Leidensgenossen gegenüber benommen haben. Solche Menschen haben mit Religion nichts am Hut. Die Schlepper sind einfach Menschenhändler. Sie sind keine Muslime. Das sind Analphabeten, die nicht wissen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Einer verkauft dich an den anderen und so geht's weiter. Ihnen ist ganz egal, was dir passiert. Ob du verhungerst oder stirbst, das ist ihnen alles egal. Hauptsache, sie verdienen ihr Geld. Was auf dich zukommt, ist ihnen gleichgültig. Juristische Unterstützung in seinem Asylverfahren holt sich Nurullah Qureshi bei der Caritas. In der ersten Instanz des Asylverfahrens wird den Flüchtlingen von der Republik Österreich keine flächendeckende juristische Hilfe gewährt. Wer keinen Anwalt bezahlen kann, muss prinzipiell auf Unterstützung von NGOs hoffen. Wir haben mit Leuten zu tun, die aus einer existenziellen Gefahr heraus geflohen sind und die sich wiederfinden in einem Verfahren, dessen Abläufe sie nicht verstehen, in einem ganz anderen Rechtssystem als jenes, das sie gewohnt sind, in einer ganz anderen Sprache, die sie nicht sprechen. Und wir erörtern die Fluchtgeschichte mit den Betroffenen. Wir schauen, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Wir kümmern uns darum, Beweismaterial zu sammeln und zu sichten, gemeinsam mit dem Asylwerber, und bereiten das für die Behörde auf.
Im Juni hat Nurala Qureshi den österreichischen Asylbehörden seine Fluchtgründe und den Fluchtweg geschildert. Jetzt muss er auf ihre Entscheidung warten. Ob er in Österreich bleiben oder nicht bleiben darf? Diese Frage macht ihm seit knapp 2 Jahren zu schaffen. Unsere Lage ist sehr schwierig. Wenn wir arbeiten dürften, könnten wir selber Geld verdienen. Es wäre unnötig, dass mich der Staat Österreich unterstützt. Das Geld, das wir als Flüchtlingsgeld bekommen, reicht nicht aus. Wir brauchen Kleidung, Fahrkarten, etwas zu essen und so weiter. Nichts davon können wir uns leisten. Genau deswegen versuchen manche Flüchtlinge, illegal an Geld zu kommen. Sie haben Kinder und Familie. Solange man sich geduldet, kann man vieles schaffen. Wenn Geduld und Hoffnung aber weg sind, überlegen sich manche, wie sie ihre Probleme illegal lösen können. Negativ abgeschlossenes Asylverfahren, rechtskräftig. Keine Gefährdung im Herkunftsland Syrien. Keine Meldeadresse, also obdachlos, also Fluchtgefahr. Zudem kein Reisepass oder sonstiger Identitätsnachweis. Rechtsmittelbelehrung und Datum. Blums Unterschrift neben dem Stempel der Bezirkshauptmannschaft. Die Rechtsordnung war durchgesetzt. Die vielen menschlichen Tragödien haben den Caritas-Juristen dazu bewogen, ein Buch zu schreiben. Ein Buch, das von Menschen erzählt, die bemüht sind, das Beste zu tun und dennoch zum Scheitern verurteilt sind. All diese Notizen und diese Wahrnehmungen sind dann zusammengeflossen, auch zu einem literarischen Werk natürlich. Und es war auch der Anspruch, diese Schattierungen und diese differenzierte Realität auch in einem Roman zu verarbeiten. Im Alltag des afghanischen Flüchtlings sind Schattierungen eigentlich kaum zu finden. Der Unterschied zwischen dem Leben außerhalb des Flüchtlingslagers und unserem hier im Flüchtlingslager ist groß. Wenn wir hinausgehen wollen, haben wir nicht einmal U-Bahn-Tickets. Natürlich machen wir uns auch Gedanken über unsere Familien in Afghanistan. Einfach gesagt, wir sind ruhelos und haben keine Rechte. Hier im Lager reden wir miteinander und versuchen so, unsere Sorgen zu vergessen. In den schwierigsten Momenten seines 27-jährigen Lebens hat Nurala Qureshi bis jetzt immer Halt in seinem Glauben gefunden. Ich habe viel Respekt vor jedem Glauben. Ich bin Muslim und für mich ist die Religion genauso wichtig wie für jeden gläubigen Menschen auf der Welt. Die Religion zeigt uns, wie wir miteinander umgehen sollten, was falsch und was richtig ist. Genau darum ist Religion wichtig für mich.